Mein heutiger Gast ist jemand, dessen Namen Sie alle kennen. Dennoch steht er wie kein Zweiter für das Gewöhnliche. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Max Mustermann. Guten Abend, wie geht es Ihnen? Tja, muss. Herr Mustermann, wie muss man sich das Leben als Max Mustermann so vorstellen? Als Held des Alltags, als Ritter des Gewöhnlichen? Normal halt. Ja, aber da muss doch mal irgendwann etwas Aufregendes passiert sein. Irgendetwas. Wie sieht er aus? Ihr täglicher Kampf gegen den Drachen der Ödnis. Was Aufregendes? Nee. Da drängt sich mir die Frage auf, Max Mustermann. Wieso ist Ihre Frau, Erika Mustermann, wieso ist sie mit Ihnen, dem scheinbar so Unscheinbaren, zusammen? Da muss es doch irgendetwas geben. Ja, ich habe halt über 100 Millionen Kreditkarten. Max Mustermann, halten wir mal am Ende eines langen, intensiven Gesprächs das Positive fest. Sie sind glücklich mit Ihrer Frau, Erika Mustermann. Geht so. Warum, Max? Naja, ehrlich gesagt, finde ich Erika ein bisschen gewöhnlich.